glaube, das ist überhaupt nicht zu erklären, ist auch nicht zu entschuldigen, dass wir da abgeliefert haben. War einfach sozusagen eine Frechheit, sage ich ganz ehrlich. Und ja, ist einfach ein trauriger Tag für Deutschland, sage ich mal so. Und das Problem war heute einfach, glaube ich, man kann verlieren, 5-0 verlieren. Man kann auch 10-0 verlieren von mir aus. Aber wenn man alles gibt, dann kann man in das Spiel gucken und sagen, okay, ich habe alles gegeben. Aber bei mir persönlich war es so, ich habe heute nicht alles gegeben. Und ich weiß nicht, aus welchem Grund. Vielleicht habe ich vor dem Spiel gedacht, ich bin der Größte oder sonst was. Keine Ahnung, was heute mit mir war. Aber ich glaube, ich muss wieder auf den Boden kommen. Es war viel, glaube ich, in den 2 Wochen, wo ich früh gelobt. Und auch vom Kopf her muss ich wieder auf den Boden kommen. Ich glaube, der Urlaub wird jetzt sehr, sehr gut tun. Und ja, ich glaube, keine Ahnung, vielleicht dachten wir auch, wir sind einfach die Besten als Mannschaft. Vielleicht dachten wir, okay, die haben wir vielleicht zu locker genommen, keine Ahnung. Ja, das Spiel heute ist extrem bitter für jeden Einzelnen. Ich denke, wir haben heute im Kollektiv versagt, jeder miteinander, von der ersten bis zur 90. Minute. Ja, eigentlich eine Arbeitsverweigerung heute von jedem Einzelnen. Und es darf uns einfach nicht passieren in so einem Spiel und es ist einfach nur bitter. Da brauchen wir uns nichts schönreden. Wir haben einfach schlecht gespielt. Das muss man einfach akzeptieren jetzt und das nehmen wir auch so. Und dann müssen wir halt auch die Verantwortung dafür übernehmen. Das war eine große Ernüchterung, eine ganz bittere Lehrstunde für unsere Mannschaft. Die im Grunde auch, ja, da gibt es keine Erklärung dafür. Denn aus meiner Sicht hat nicht ein Spieler das auf den Platz gebracht, was er drauf hat. Und wenn der einzelne Spieler das nicht schafft, dann kann die Mannschaft im Kollektiv das auch nicht bringen. Das ist ja schon das Deprimierende, dass man auch anerkennen muss, dass selbst die Höhe in Ordnung geht. Eigentlich ist das Traurige daran, dass wir eigentlich so eine geile Mannschaft sind und jetzt mit 5-0 so von dem Turnier gehen und viele verabschieden sich jetzt. Ich spiele nicht mehr für die U21, das ist schon ein bisschen ja, schade.